Folgendes Spielchen. Wir haben einen Würfel und den werfen wir 100 Mal. Sie können ja lesen. Und jetzt interessiert mich die Anzahl der Sechser, die fallen. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich ein Sechstel für eine Sechs. Und das Spielchen mit dem 100 Mal werfen mache ich nicht einmal, sondern, um die letzte Frage zu verstehen, müssen Sie sich vorstellen, ich mache dieses Experiment ganz oft. Also heute werfe ich 100 Mal, morgen 100 Mal, übermorgen 100 Mal und 10 Millionen Mal bis die nächsten 10 Jahre mache ich es jeden Tag, immer 100 Mal werfen und ich schreibe mir dabei immer auf, wie viele Sechser sind gefallen. Und das heißt, ich habe irgendwann mal eine Strichliste mit ganz vielen Anzahlen von gefallenen Sechsern. Die 0 mal 6 wird zum Beispiel sehr selten auftauchen, 100 mal die 6 wird natürlich auch sehr selten auftauchen, am häufigsten wird natürlich der Erwartungswert auftauchen. Und der Erwartungswert ist natürlich, μ ist ja n mal p, n ist bei uns 100, p ist ein Sechstel, 100 mal ein Sechstel sind 16,6. Das heißt, am häufigsten wird so die 16 bzw. 17 auftauchen. Und jetzt möchte ich eben die Anzahl von Sechser haben auf meiner Strichliste, die die häufigsten 92% ausmachen. Und um das zu verstehen, brauchen Sie eine Skizze. Vermutlich machen Sie in der Schule oder Studium, wo auch immer Sie gerade stecken, keine Skizze. Aber bitte, bitte machen Sie selber eine, weil ohne Skizze, glaube ich, ist es sehr schwer zu verstehen. Mit Skizze geht's. Also, ich habe eine Verteilung. Und da habe ich 0 mal 6, 1 mal 6, 2 mal 6, 3 mal 6, 4 mal 6, 5 mal 6 und so weiter bis 100 mal 6. 0 mal, 100 mal. Am häufigsten wird natürlich der Erwartungswert auftauchen von 16,6. Jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe von dieser Binomialverteilung zur Normalverteilung über. Das heißt, ich stelle mir vor, dass ich diese ganze Punkte zu einer Linie verbinde. Und jetzt erinnern Sie sich vielleicht, erste Bedingung, damit man es überhaupt darf, muss die Standardabweichung größer als 3 sein. Sprich, die Laplace-Bedingung muss erfüllt sein. Natürlich sollte sie größer als 3 sein, weil sonst darf man die Aufgabe gar nicht rechnen, dann könnten Sie es gar nicht rechnen. Aber wir sind mal vorbildlich und rechnen das nach. Also, die μ habe ich, die Standardabweichung ist Wurzel aus n mal p mal 1 minus p. Also sprich, Wurzel aus 100 mal 1 Sechstel mal 1 minus Sechstel sind 5 Sechstel. Das Ganze tippen Sie in den Rechner ein und kommen auf 3,727 gerundet. Also sage ich, oh toll, meine Standardabweichung ist über 3, die Laplace-Bedingung ist erfüllt, ich darf die Aufgabe überhaupt rechnen. Gut, also haben wir das erledigt. Die Frage ist jetzt nur, wie mache ich das? Ich suche jetzt zwei Zahlen, also zwei Grenzen, a und b, der Gestalt, dass die Wahrscheinlichkeiten zwischen diesen beiden Zahlen 92% ausmacht oder mehr. Sprich, der Randbereich, sprich die seltenen Anzahlen von Sechser, die fallen, die sollten insgesamt 8% ausmachen, also auf jeder Seite 4. Um es genau zu nehmen. Ich will ja hier nicht 92% und ich will mindestens 92%. Das heißt, hier habe ich 4% oder weniger und hier habe ich auch 4% oder weniger. Ach, schauen Sie mal. Weniger. Ich mache jetzt also Folgendes. Ich berechne mir den x-Wert oder die beiden x-Werte, die hier zu genau 4% gehören. Das sind natürlich Kommazahlen. Und wenn ich jetzt als Beispiel hier rauskriege 22,6, dann heißt es, ich muss natürlich, da es ja mindestens 92% sein, muss ich hier aufrunden und bei der linken Grenze muss ich abrunden. Aber eben das mache ich später. Erstmal stupide diese x-Werte berechnen. Wenn ich jetzt die linke Grenze betrachte, das, was ich in der Zeichnung A genannt habe. Meine linke Grenze, die Gesamtwahrscheinlichkeit, die Q,
kumulierter Wahrscheinlichkeit. In der Tabelle nennen sie es vermutlich Phi oder so ähnlich. Die Wahrscheinlichkeit muss ja vier Prozent sein. 4% eben unter der Voraussetzung, dass sie es Phi genannt haben, nenne ich es auch Phi. Phi muss 0,04 sein. Jetzt finden sie ja 0,04 nicht in der Tabelle für die Normalverteilung. Sie finden ja nur Werte über 0,5. Also schlagen sie, machen sie eine Nebenrechnung. Sie schlagen nach 1 minus 0,04 nach. Da kriegt man einen Z-Wert von 1,75 und der von Ihnen gesuchte Z-Wert ist jetzt gerade das Negative, also einfach nur Vorzeichen vertauschen, minus 1,75. So, das ist eine Nebenrechnung, machen wir in Klammern. Damit weiß ich mein erstes Z. Jetzt brauche ich ja das Z nicht, ich brauche das X. Und dann gibt es ja diese tolle Formel, Z ist x minus μ durch Sigma. Bei der linken Grenze brauche ich einen Korrekturfaktor, minus 0,5, und löse nach x auf. Das heißt, z kenne ich, das ist minus 1,75. X suche ich, μ ist 16,6, minus 0,5 durch Sigma ist 3,727. Das heißt, Sie multiplizieren zuerst mit 3,727, bringen dann die 16,6 mit Plus rüber, die 0,5 mit Plus rüber und kommen auf einen X-Wert von 10,64 ungefähr. Das heißt also, dieser X-Wert ist bei 10,64. Dass wir eigentlich keine Anzahl von 10,66 haben können, stellen wir erstmal hinten an. Wir kommen darauf zurück. Das heißt, bei 10,66 wäre die Gesamtwahrscheinlichkeit hier 4%. So, das ist unser X1. Sprich unser A eigentlich. Egal. Suchen wir die obere Grenze. Die obere Grenze habe ich in der Zeichnung B genannt. Die Tabelle liefert mir nur die Wahrscheinlichkeit von 0 aufwärts. Also von 0 bis dahin sind 96%, also 4 plus 92. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für dieses x kleiner gleich b ist 0,96. Sprich, ihr Phi oder wie auch immer ist 0,96. Das schlagen Sie in der Tabelle nach, haben Sie ja vor 2 Minuten schon mal gemacht, und kommen auf ein Z gleich 1,75. Und jetzt haben Sie wieder das Z, das ist die obere Grenze, und dann nehmen wir die Formel, Z2 ist X2 minus μ. Bei der oberen Grenze zählt man den Korrekturfaktor 0,5 dazu. Durch Sigma setzen wir die Zahlen ein, 1,75 gleich X2 minus Mittelwert plus 0,5. Durch Sigma ist 3,727. Lösen wir dann x2 auf, das heißt, Sie multiplizieren mit der 3,7, bringen die 16,6 mit Plus rüber, die 0,5 mit Minus, bla bla bla. Und kommen auf einen Wert von 22,6 gerundet. Sprich, dieser x-Wert dieser Grenze wäre 22,6. So, das mache ich weg. Wie kommen wir jetzt von Kommazahlen auf die ganzen Zahlen? Ganz einfach. Das entscheidende Wort ist, ich will nicht 92%, sondern ich will mindestens 92%. Wenn ich jetzt von der 22 abrunde oder von der 10 aufrunde, habe ich ja nachher weniger als 92%. Das heißt, ich muss bei der oberen Grenze aufrunden und bei der unteren Grenze abrunden. Das heißt, meine untere Grenze ist von der 10,6 abgerundet, bin ich bei 10. Und von der 22,6 aufgerundet, bin ich bei 23. Und damit habe ich den Bereich, den ich suche.
Das heißt, der Bereich, den ich suche, oder sprich das Intervall, beginnt bei 10 einschließlich und endet bei 23 einschließlich. Also im Bereich von 10 bis 23 mal die 6, das machen 92% von allen meinen Versuchen aus. Kleine Anmerkung zu Begrifflichkeiten. Dieser Bereich, den ich gesucht habe, also der mittlere Bereich, der heißt Konfidenzintervall oder Annahmebereich oder Vertrauensintervall. Die Randbereiche, die heißen später dann beim Hypothesentest Ablehnungsbereich. So, jetzt sind Sie schlauer. Ich hoffe, Sie haben es kapiert. Wenn Sie es nicht kapiert haben, schauen Sie sich einfach nochmal ein Beispiel an.